Servus Baumi, wir stehen genau hier, wo am letzten Sonntag grenzenloser Jubel ausgebrochen ist, das 3:2 der Siegtreffer gegen Fürth. Beschreib mal ein bisschen deine Gefühlslage in dem Moment. Ja, war natürlich ein super Gefühl, so später Siegtreffer nach Rückstand, zweimal im Rückstand, sind natürlich immer was ganz Besonderes, da freut man sich umso mehr. Es sind einfach grenzenlose Emotionen dann auch von den Fans gekommen und ist natürlich sehr, sehr cool. Das war ein Spiel mit Höhen und Tiefen und mit einem Happy End für uns. Beschreib mal die 90 Minuten, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir sind nicht gut in die Partie gestartet, sondern auch wieder relativ früh in Rückstand geraten. Haben uns ja, glaube ich, dann aber ganz gut erfangen, dann noch zum Ausgleich gekommen und noch einige andere gute Umschaltsituationen leider ausgelassen, wo sicher mehr drinnen gewesen wäre. Dann bekommen wir wieder ein unglückliches Tor. Ich glaube, er war wirklich drinnen, der Ball, was ich im Fernsehen danach gesehen habe. So geht es halt dann mit 2:1 in Rückstand. Aber uns war allen klar, dass da in dem Spiel noch vieles möglich ist. Sind dann ja wieder nicht so gut aus der Pause gekommen, haben dann aber eigentlich gegen den Spielverlauf das 2:2 gemacht. Und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, waren dann schon wir näher an dem 3:2 dran, vor allem dann gleich direkt nach dem 2:2 schon einige gute Chancen gehabt. Und dann natürlich das Tor in der 90. Minute war sehr cool. Wir hatten ja auch einen ganz besonderen Gast hier, Herbert Grönemeyer hat Bochum gesungen. Hast du was vom Auftritt mitbekommen? Ja, ich bin ja schon ein paar Minuten vor der Mannschaft rausgekommen. Hab dann ja, die letzten paar Töne habe ich noch gehört. Ist natürlich schon sehr cool, wenn die ganzen Fans mit Schal und Herbert hier herunten das Lied anstimmen, schon Gänsehaut. Du bist jetzt seit 3 Monaten hier an der Castropa. Wenn du ein bisschen zurückblickst auf die letzten Monate, wie fällt da ein erstes Zwischenfazit aus? Ja, ich glaube, es war ganz gut. Ich habe jetzt die Liga kennengelernt, habe gegen verschiedene Systeme und Arten des Fußballs gespielt. War natürlich zwischenzeitlich ein bisschen schwierig, nicht ganz meine Leistung gebracht, die ich mir selbst vorstelle und das der Trainerteam und die ganzen Fans vorstellen. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt dann ganz gut wieder erfangen im Training, versucht wieder die Sicherheit zu holen und hoffe natürlich, dass es jetzt dann wieder bergauf gehen kann. Jetzt geht es gegen Darmstadt 98, da geht es ein bisschen bergauf, seitdem Dimitrios Gramotzes Trainer ist. Was erwartest du für den Sonntag? Ja, ich glaube, es wird wieder ein ganz schwieriges Spiel, sehr eng, wie so fast alle Spiele in der zweiten Liga. Ich glaube, der Team hat dort hervorragende Arbeit geleistet, weil sie waren, glaube ich, knapp an den Abstiegsrängen dran, sind jetzt doch schon einen relativen Vorsprung herausgearbeitet. Es geht aber für beide um viel, ich glaube, beide wollen dieses Spiel gewinnen. Und wir werden natürlich versuchen, alles dran zu setzen, dass wir die nächsten 3 Punkte hier nach Bochum holen.